Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ich mich nur in 5 Minuten bräune. Das ist relativ schnell im Vergleich zu anderen Methoden hier im Internet. Und diese Methode ist sogar noch die günstigste Methode. Und ihr bekommt damit sogar noch am wenigsten Flecken. Und das Produkt, das ich verwende, gibt es sogar in der Drogerie. Also es spricht eigentlich alles für diese Technik, die ich euch heute zeigen werde. Und so ist auch jetzt das Geheimnis gelüftet, wieso ich immer so braun bin in meinen Videos. Vorweg, ich bin eigentlich immer relativ hell von der Haut her, weil ich selber versuche nämlich die Sonne so gut wie es geht zu meiden, denn sie ist nämlich beteiligt an der Hautalterung. Sie erhöht auch das Hautkrebsrisiko, fördert die Entstehung von Pigmentflecken und fördert auch die Verhornung der Haut. Das heißt, ihr bekommt durch die Sonne eine raue Haut. Zwar tötet sie die Bakterien so erstmal ab, aber am Ende habt ihr eine verdickte Hornhaut. Und dann kann sie die Entstehung von Pickeln fördern. Daher ist es einfach gut, dass man die Sonne so gut wie es geht meidet, wer auf seine Haut achten möchte. Und ich bin so ein Kandidat. Aber jetzt fangen wir endlich mit der 5-minütigen Selbstbräunungsmethode an. Ich führe die Bräunung immer am Abend durch. Wenn ich die Selbstbräunungsmethode zum ersten Mal durchführe, dann bereite ich meine Haut immer darauf vor, damit das Ergebnis etwas länger hält. Wenn man aber wenig Zeit hat, dann kann man die Vorbereitung weglassen, sodass man insgesamt für die Bräunungsmethode nur 5 Minuten braucht. Die Vorbereitung der Haut besteht aus 2 Schritten. Als erstes verwende ich hierfür die Dry Brushing Technik. Hier streicht man mit einer speziellen Bürste über die trockene Haut immer in Richtung Herz. Dadurch werden die Verhornungen, also die toten Hautzellen, von der Haut gelöst, wodurch dann anschließend die Bräunung etwas länger halten kann. Auch hilft Dry Brushing gegen Zellulite, fördert die Durchblutung, wodurch die Haut entgiftet wird. Für den zweiten Vorbereitungsschritt lasse ich ein Salzbad ein und entspanne 20 bis 30 Minuten darin. Dadurch wird die verhornte Haut auch etwas gelöst und zugleich wirkt das Salz antibakteriell und entzündungshemmend, also auch perfekt für eine unreine Haut. Danach, um meine Haut vom Austrocknen zu bewahren, dusche ich mich kurz mit normalem Wasser ab und trockne mich ab. Und jetzt fängt endlich meine 5-minütige Selbstbräunungsmethode an. Als erstes creme ich die rauen Stellen mit einer pflegenden Lotion ein, also die Ellbögen und auch Füße, und die restliche Lotion verteile ich etwas auf meinen Händen. Anschließend trage ich endlich die Bräunungslotion auf. Hierfür verwende ich die Magic Summer Bräunungslotion von Balea. Sie verleiht eine sehr natürliche Bräune, ist super günstig und verursacht auch keine Flecken. Der ganz besondere Vorteil aber von ihr ist, dass sie nicht gleich zu stark bräunt. Das heißt, sie bräunt mit jedem Auftragen nur immer ein bisschen. Und dadurch kann man eine natürliche, gleichmäßige Bräune aufbauen, deren Stärke man selbst bestimmen kann. Man muss also gar keine Angst haben, dass das Ergebnis zu dunkel oder auch zu fleckig wird. Nachdem ich meinen Körper komplett eingecremt habe, wasche ich anschließend die Hände und trage dann auf die äußeren Handrücken noch etwas Bräunungslotion auf. Und dann warte ich, bis die Lotion etwas eingezogen ist und ziehe mir dann anschließend lockere Kleidung an. Achtung aber, die Bräunungslotion, die kann abfärben, also keine hellen Sachen verwenden. Und dann gehe ich anschließend ins Bett. Das Bräunungsergebnis wird in der Regel nach 6 bis 8 Stunden sichtbar, also genau dann, wenn man aufwacht. Somit erwache ich dann am Morgen mit einer leichten Bräune. Wenn ich aber etwas dunkler werden möchte, dann wiederhole ich die 5-Minuten-Methode die nächsten 1 bis 2 kommenden Abende, sodass ich meine gewünschte Stärke der Bräune erhalte. Wie ihr seht, war das Ganze gar nicht viel Aufwand und man erhält eine super Bräune mit einem super Produkt. Ich hoffe, euch hat mein Video sehr weitergeholfen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!